Wir alle werden uns vermutlich noch an die unterschiedlichsten Kinderserien erinnern können, die wir früher so geguckt haben. Ob nun das Nachmittagsprogramm auf Sendern wie RTL 2 oder Sat.1, Sitcoms wie die auf Pro7 oder zum Beispiel auch Cartoons und Kinderserien wie auf Super RTL, auf Kika oder auch auf Sendern wie Nickelodeon und Cartoon Network. Wir alle werden die ein oder andere Serie geguckt haben und einige Stunden bestimmt vorm Fernseher verbracht haben. Und meistens sind diese Serien eben nur das. Simple, ausgedachte Serien, die uns Spaß machen sollen, die uns ablenken sollen, aber nichts, worüber man genauer nachdenken müsste. Doch eine Serie soll es hierbei geben, die früher hier in Deutschland lief, die angeblich eine wirklich düstere und gruselige wahre Geschichte beherbergt. Eine wahre Geschichte, die so schrecklich und so gruselig ist, dass man sich fragt, wieso man überhaupt so eine Serie gemacht hat. Wieso man überhaupt so einen Vorfall in eine Kinderserie verwandelt hat. Ich möchte euch heute die gruselige wahre Geschichte von Courage, dem feigen Hund, erzählen. Zunächst einmal für alle, die nicht wissen, wer Courage der feige Hund ist. Courage der feige Hund oder im Originaltitel Courage the Cowardly Dog war eine Zeichentrickserie, die um 2000 gelaufen ist. Hier in Deutschland lief sie ebenfalls, war aber nicht so beliebt gewesen wie zum Beispiel in Amerika. Dort gehörte sie mit zu den beliebtesten Zeichentrickserien überhaupt und in der Geschichte ging es erstmal um einen pinken Hund namens Courage. Und eben wie der Name der Serie vermuten ließ, hatte Courage extreme Angst vor allem Möglichen. Er war grundsätzlich immer feige gewesen und lebte in einem alten Holzhaus in the middle of nowhere, also mitten im Nichts, mit seinen beiden Besitzern, einem älteren Ehepaar. Das Besondere in der Serie war nun, dass das alte Ehepaar ein normales Leben führte, während Courage immer seltsame Dinge gesehen hat. Er sah grausame Monster, die eben vor dem Haus standen oder musste gegen die unterschiedlichsten bösen Wesen kämpfen, um eben seine Besitzer zu beschützen, auch wenn er sich dabei selbst in Gefahr brachte. Sprich, er, der am meisten Angst von allen hatte, musste am Ende dafür sorgen, dass es seinen Besitzern gut geht. Es ist eine Serie, die durchaus als Horror bezeichnet werden kann, allerdings wird der Horror in dieser Serie so dargestellt, dass man ihn relativ lustig findet, auch wenn viele Kinder gesagt haben, dass sie tatsächlich Panik vor dieser Serie hatten. Die wahre Geschichte hinter dieser Serie soll nun aber nochmal eine Stufe drauf sein. Denn diese ganze Geschichte soll tatsächlich zu 100% wahr sein. Es soll angeblich dieses Haus geben, das in the middle of nowhere liegt, einem Ort in New Mexico, und in diesem Haus lebten früher einmal ein älteres Ehepaar zusammen mit ihrem Hund. Und dieses ältere Ehepaar hat in der Zeit, wo sie in diesem Haus lebten, einige schreckliche Dinge erlebt. Zunächst einmal beschrieben sie immer wieder, dass sie seltsame Geräusche nachts gehört haben, beziehungsweise dass sie aus ihrem Fenster seltsame Kreaturen sehen konnten, die draußen umhergelaufen sind. Auch ihr Hund soll immer und immer wieder angeschlagen sein, sprich er hat immer und immer wieder gebellt, weil er draußen eben irgendetwas gehört hatte. Während sie am Anfang nicht wussten, was genau dort um ihr Haus herumkreuchte und was da draußen lauerte, wurde es später klar. In der Nähe von ihrem Haus war ein Skinwalker gewesen. Für die von euch, die jetzt nicht wissen, was ein Skinwalker genau ist, ein Skinwalker ist letztendlich eine humanoide Kreatur. Eine seltsame, menschlich wirkende Gestalt, die meistens ihre Körper verformen kann. Häufig wird gesagt, dass diese Skinwalker eben auf der Suche nach Fleisch sind, dass sie Menschen und Tiere umbringen, sie häuten und dann auch ihr Fleisch aufessen und dass sie halt ihre Körperform verändern können. Das heißt, sie haben einmal ihre recht menschlich aussehende Körperform, ähnlich wie zum Beispiel ein Rake letztendlich aussieht, aber diese Körperform können sie dann auch transformieren zu einem Wolf oder einem anderen Tier. Das bedeutet, diese Wesen sind ganz klar auf der Suche nach Menschen oder beziehungsweise nach Opfern, die sie dann fressen können. Und so ein Skinwalker soll nun dieses alte Ehepaar heimgesucht haben. Und angeblich, so heißt jedenfalls die Geschichte, hat dieses alte Ehepaar immer und immer wieder darüber gesprochen, was sie erlebt haben, doch irgendwann sind sie einfach verschwunden. Eines Tages waren sie und ihr Hund weg und deswegen vermuten viele Leute, dass dieses alte Ehepaar Opfer von dem Skinwalker wurde. Das ist die angeblich wahre Geschichte, die hinter Courage the Cowardly Dog steckt. Doch jetzt muss man sich natürlich einmal fragen, wie echt ist diese Geschichte wirklich? Ist es nur ein Gerücht, dass diese Geschichte hinter der Serie steckt oder ist das tatsächlich faktisch belegt? Zunächst muss man erstmal eine Sache sagen.
Der Anfang dieser ganzen Legende ist 100% richtig. Dieses seltsame Holzhaus, in dem Courage the Cowardly Dog lebt, ist inspiriert worden von einem echten Haus, das tatsächlich in einer Stadt existierte, die früher einmal The Middle of Nowhere, also mitten im Nichts hieß. Dieses Haus steht bis heute und es war tatsächlich Schauplatz von einem Serienmörder, der 2 Leute in diesem Haus umgebracht hatte. Das bedeutet grundsätzlich, der Ort Middle of Nowhere und dieses Haus, wo er gelebt haben soll, existieren tatsächlich. Als nächstes gucken wir uns einmal den Skinwalker an. Diese seltsame Kreatur klingt so, als müsste sie ausgedacht sein, doch ähnlich wie zum Beispiel der Bigfoot ist der Skinwalker eine Kreatur, die bis heute in New Mexico immer und immer wieder beschrieben wird. In New Mexico glauben unfassbar viele Leute, auch Gelehrte und die Polizei, daran, dass die Skinwalker tatsächlich existieren. Es gibt die unterschiedlichsten Polizeiberichte, wo Polizisten eingetragen haben, dass sie eben einen Skinwalker gesehen haben, beziehungsweise dass Zeugen von einem vermissten Fall oder von einem Mordfall gesehen haben, wie ein Skinwalker daran beteiligt gewesen sein soll. Das bedeutet, in New Mexico, dort wo diese ganze Geschichte spielt, taucht dieser Skinwalker, diese seltsame, monströse Kreatur immer und immer wieder auf. So oft und so viel, dass Leute tatsächlich glauben, dass diese übernatürliche Kreatur existieren könnte. Das bedeutet, wir haben nicht nur den Ort, wo das Ganze gespielt hat, der stimmt, sondern auch, dass dort übernatürliche Wesen sind, ebenso wie zum Beispiel in der Serie Courage the Cowardly Dog, ist absolut richtig. Die Frage ist nur, ist Courage echt? Gab es wirklich dieses alte Ehepaar, das so wie bei Courage dort gelebt hat und diese ganzen gruseligen Sachen miterlebt hatte? Und hier muss man eben sagen, dass das nicht ganz klar dargelegt ist. Wenn ihr auf den unterschiedlichsten Faktenseiten guckt, werdet ihr immer wieder den Fakt lesen, dass diese Geschichte wahr sein soll, doch ich konnte keinerlei Beweise finden, dass wirklich mal ein älteres Ehepaar dort gelebt hatte, das diese Sichtung gemacht hat und dann am Ende verschwunden ist. Es ist wahrscheinlich, dass in diesem Haus irgendwann mal jemand gelebt hatte, doch wir haben keinerlei Aufzeichnung darüber. Es gibt keine wirklich belegten Fälle, keine Zeitungsartikel, keine Interviews, dass dort tatsächlich mal so ein älteres Ehepaar gelebt haben soll. Es wirkt vielmehr so, als ob manche Leute aus dem Internet eben diese Anfangsdinge bemerkt haben, dass der Ort existiert, das Haus und der Skinwalker, und sie dann die Geschichte weitergesponnen haben, damit Courage the Cowardly Dog noch echter wirkt, damit man das Ganze in einen Fakt packen kann. Es kann aber genauso gut sein, dass es irgendwann mal dieses ältere Ehepaar in diesem Haus gegeben hat, das mittlerweile aber nicht mehr lebt und es gibt mittlerweile keine wirklichen Aufzeichnungen mehr. Vielleicht wurden damals Interviews geführt, doch alle Aufzeichnungen sind dann heutzutage verschwunden. Also, grundsätzlich lässt sich zu diesem ganzen Vorfall Folgendes sagen. Diese Kinderserie, die eigentlich dafür gedacht ist, dass Kinder Spaß haben, basiert tatsächlich zu einem Großteil auf echten Erlebnissen und echten Geschehnissen, die in New Mexico passiert sind. Alles scheint grundsätzlich real zu sein oder zumindest plausibel. Es gibt nichts in dieser Geschichte, was absolut abwegig oder frei erfunden ist. Und wenn man davon ausgeht, dass die Leute in New Mexico recht haben und der Skinwalker tatsächlich ein echtes Lebewesen ist, dann könnte man vielleicht sogar sagen, dass diese Serie, Courage the Cowardly Dog, tatsächlich real ist. Das war auf jeden Fall die Geschichte, die ich euch einmal heute sagen wollte. Ich fand dieses Thema so interessant, auch wenn Courage nicht sonderlich bekannt hier in Deutschland ist, dass ich es euch gerne mal sagen wollte. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.